Das sieht auch lustig aus, die Glatze. Ey, Homie, aussteigen, Auto, ja. Aussteigen, Auto, ja. Jetzt verpiss dich, mach, dass du Land gewinnst. Tschüss. Was geht, Homie? Steige ein. Steige ein, mein Bester. Bist neu in der Stadt? Bist neu in der Stadt, oder wie? Alles, was du hast, hergeben. Sonst wäre ich ungemütlich. Alles, was du hast. Alles, was du hast. Ich habe ein Messer, aber Messer. Ich kann es dir nicht geben. Ich kann es nicht geben. Du hast schon ein, glaube ich. Geld. Ich habe gar nichts. Ich habe nur 1200 auf der Bank. Okay, dann verpiss dich. Oh Mann, Alter, sorry. Hey, Homie. Oh, was ist denn da los? Was ist denn mit dir, Bro? Ach, das Auto willst du mir geben? Sag das doch. Ich danke dir, mein Messer, ja? Sehr mitfühlsam von dir. Yo, Samu, ich habe ein besseres Auto. Komm her. Timeout zu jedem, der nach Ding fragt, wie viel Timeouts er hat. Und wenn er es immer noch fragt, dann bannt die weg einfach. Warum seid ihr so dumm? Jeder, der nach Timeouts fragt, bannen. 10 Minuten. Lernt er nicht, zack, weg. In den Müll. Das sind Leute, die dumm sind. Die haben keine Ahnung von gar nichts. Bro, ein Chat ist dafür da, dass du interagierst mit dem Streamer. Und dass du das Spiel kommentierst, so wie ein Kommentator quasi. Oder dass du den Streamer eine Frage stellst, vielleicht dies, das. Aber nicht auf die technischen Sachen beziehst, die mit dem Chat zu tun haben an sich. Das ist voll Müll. Das ist so, als würdest du auf WhatsApp mit einer Freundin gerade ein ernstes Thema besprechen. Dann fragst du sie mittendrin, kannst du mal eine Nachricht lesen? Hast du zwei paar Haken bekommen? Ist bei dir schon blauer Haken? Was ist das? Das macht ja keinen Sinn. Von der kompletten Twitch-Community sind ungefähr, lass mich nicht lügen, glaube ich, so 10%, die in den Chat schreiben, ne? Und 90% locker sind Leute, die gar nicht schreiben. Das sind nur Zuschauer. Und von den 10%... Kannst du nochmal von den 10% kannst du dann auch nochmal 9,9% in den Müll schmeißen. Und mit den Rest arbeitest du. Und dann kommst du nochmal drauf an, von dem Rest, wie viele Leute zu dir passen. Ich frag mich manchmal so, Content den ich mache und so, wird der nicht langweilig auf Dauer? Ich meine, es ist ja irgendwie auf eine Art und Weise jeden Tag GTA. Es geht halt immer um Support, Geballer, Action, Action. Irgendwann muss das doch langweilig werden, oder nicht? Ich meine, wenn ich das so 5-6 Jahre lang machen würde, könnte man sich das immer noch angucken? Nach 5-6 Jahren? Stell euch mal vor, ich mach das irgendwann bei GTA 6, den Scheiß. Was ich auch sehr fühle, ist, dass ich halt einen Content mache, den keiner macht, so weißt du? Klar, es wird wahrscheinlich irgendwann jemand geben, irgendwann, der versucht, das nachzumachen und so, aber das Wichtigste ist, dass ich es selber entwickelt habe und ich mach was Eigenes. Es ist so exklusiv halt mäßig. Das ist schon cool. Boah, ist aber echt schnell, wa? Was geht, Takishimon? Ich muss dich einfach begrüßen, der Name hat sich cool angefühlt. Wollen wir mal. Boah, das habe ich so lange nicht gemacht, ne? Wie lange habe ich das hier nicht gemacht? Wisst ihr, was ich nicht verstehe? Bei vielen Frauen ist das ja so, wenn die duschen, dass sie sich danach mit drei Tüchern so abtrocknen. Einmal für die Füße, einmal für die Genitalien, oder was weiß ich, einmal für die Haare, einmal für den Körper. Ich verstehe gar nicht, warum die das machen. Ich meine, ich benutze nur ein Handtuch, um den ganzen Körper zu machen, ne? Aber ich frage mich so, das macht doch gar keinen Sinn von der Logik her. Sind die Füße dreckiger? Nein, du bekommst ja so von Duschen. Dein ganzer Körper ist überall sauber. Ob es deine Füße sind oder ob es dein Gesicht ist. Es ist doch überall gleich. Macht irgendwie keinen Sinn. Arsch auch nicht, macht auch keinen Sinn. Dein Arsch ist doch auch sauber. Alles ist sauber von dir. Wenn du aus der Dusche kommst, ist dein ganzer Körper überall gleich sauber. Plutsch. Ich zeige euch den besten Drift, den es jemals in der Spielgeschichte gegeben hat. Gleich aber, ne? Ihr müsst noch warten. Er kommt gleich, guck jetzt. Dazwischen, habt ihr gesehen? Zack. Durch die Lücke, links, rechts. Ab geht's. Ein hinterher. So. Zack, Alter. Nach links, Fenster aufmachen. Zack. Hier rein. Was geht hier vor sich? Ich ihn noch fesseln. Hände hoch, Hände hoch. Wer denn? Ich bin vom FBI, ihr könnt gehen. Entfesseln, okay. Abflug. So, zwei Geiseln haben wir. Die leben halt nicht mehr. Entfernt euch hier, ansonsten steht euch das Gleiche bevor wie den Kollegen hier, ja? Wo bist du denn gefesselt, mein Freundchen? Aus dem Weg, du alter Hallo? Sack. Dass die cool sind oder so, Mann. Hallo. Mann, Alter. Oh. Hallo. Jetzt reicht's doch mal. Mit deiner Karosse hier. Alter, der Auto brennt. Drift.
Alter, zack. Hier stehen bleiben für den kleinen Stopper. Ich hätte mir das ein bisschen schneller vorgestellt. Für Import Power ist es ein bisschen zu langsam, finde ich. Alter, warum regnet's? Ja, wenn ich sage, dass Kinder kein RP zocken sollten. Ich meine, mit Kind eigentlich nicht das Alter, Bruder. Ich meine mit Kind die Reife, weißt du, was ich meine? Es gibt auch manche, die sind mit 20 Kind. Das Ding ist, Bruder, als ich auf den Server kam, waren 40 Leute drauf. Hier sind 78 Leute drauf. Also die Server besteht aus 40 Stream-Snipern. Das ist schwer, RP zu machen. Das RP-Niveau ist am Arsch. Du kannst RP echt nur auf einen geschlossenen Server machen, ja? Auf solchen Servern geht das nicht. Alle aus Immortal gegangen, oder was? Keiner zockt mehr auf Immortal. Also ich hatte einfach komplett recht, dass die einfach nur da gezockt haben wegen Reichweite. Ich denke, ein paar Leute wurden gekauft von Hopewee. Und dann ist auf Hopewee ein kleiner Hype entstanden. Und alle Streamer sind mitgezogen, damit die da ein bisschen Reichweite generieren können. Ich bin der felsenfeste mit Überzeugung, die Donuts schmecken ein bisschen richtig geil. Aber die sind ein bisschen voll überteuert. Ein Donut ein bisschen 4 Euro oder so ein Scheiß. Als ob ich so eine Scheiße bewerben würde. Keiner wird mir das übel nehmen, wenn ich sowas bewerben würde. Aber die Tatsache ist einfach, man hat so jüngere Zuschauer. Ich könnte irgendwas essen im Stream, das ein Stück 5 Euro kostet. Aber was unnormal überteuert wäre. Und die jüngeren Leute würden das kaufen. Die würden das kaufen. Das will ich nicht. Ich meine, ich feiere auch so Süßigkeiten-Dinger, ne? Es gibt ja Websites, die so Süßigkeiten verkaufen und so weiter. Die machen ja auch so Partnerschaften mit Streamer und die kriegen dann von denen Geld plus, die kriegen jede Woche dann Süßigkeiten und so. Ich finde das auch voll geil, dass man Süßigkeiten und so, weil ich liebe Süßigkeiten, aber es ist zu überteuert, Mann. Eine Fanta kostet 2 Euro, als ob ich sowas bewerben würde. Oder ein Zuschauer auf einer Seite einkaufen, wo eine Fanta, nicht 4 Euro, aber 2, 3 Euro oder so, was du im Supermarkt für 50 Cent bekommst. Macht für mich keinen Sinn. 2,80 Euro, glaube ich. Ich habe mal geguckt. 2,80 Euro, einen Fanta. Ja, meine Freundin hat mal so vegane Süßigkeiten gekauft und die haben halt nicht gut geschmeckt. Dann hat die mir die gegeben, dann habe ich die gegessen. Die hat auch so für 30 Euro irgendwas gekauft. Auch voll überteuert. Ist halt teuer, sowas aus USA importiert wird und so. Ich verstehe einen Punkt, dass das teuer wäre mit dem Importieren und so. Aber warum machen diese Webseiten nicht Angebote, wo du ein ganzes Pack kaufen kannst? Warum kriegst du die nur einzeln, wenn es ja importiert wird? Dann sollen die direkt Mengen importieren, dann kriegst du es ja viel günstiger. Als ob die die einzeln bekommen aus der USA. Du willst mir doch nicht erzählen, dass die jede Fanta einzeln bestellen. Die bestellen direkt 200, 300 Stück auf einmal. Aber die bestellen eine ganze Palette und die verkaufen die dann einzeln. Und dann machen die viel, viel teurere Preise. Die könnten eine Fanta kostet 50 Cent im Markt, die könnten eine Fanta für 1,50 machen. Da haben die trotzdem 50 Cent plus. Aber die machen 3 Euro, verdammte Scheiße. Das ist viel zu teuer. Dann kaufst du nicht? Ja, mach ich auch nicht. Was ein Drift. Haben sie schon ausgeraubt? Raus. Aber, ja, okay. Du Glatzkopf. Ey, Summit, mein Süß. Hallo? Herr Officer? Ja. Bist du alleine oder was? Komm gleich nach. Okay, dann komm mal rein. Alles klar. Nach hinten. Und mach keine krumme Welle, ja? Sonst kriegst du meinen Baseballschläger. Das wollen wir ja nicht. Wollen wir das? Nee. So, Munition wird abgenommen. Zack, 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 zack. Let's go. Ja, Officer, ich hab sie erwartet. Gib mir deine Langwaffe. Darf ich auch nicht. Gib mir die Langwaffe. Langwaffe soll ich dir geben? Ja. Okay, ich habe aber nur eine PDW dabei. Gib mir die. Nee, warte, ich kann eine Kampfpistole geben. Gib mir die PDW, verdammte Scheiße. Ich habe doch keine PDW dabei. Alter, gib mir die PDW, sonst stirbst du. Ich habe nur eine Kampfpistole. Dann gib. Ja, mit dem guten Stück. Grüß dich, Herr Officer. Ich habe hier einen Kollegen hier. Wir wollen ja nicht, dass ihm was zustößt, oder? Wie kann ich Ihnen helfen? Ich möchte Kohle. Kohle, wie viel möchten Sie denn? Das ist Maximum. Maximum, okay. Ich besorge Ihnen das eben und dann komme ich wieder, ja? Okay, ich warte. Wie sieht's aus mit meiner Kohle? Hast du sie? Habe ich dabei, ja. Bitteschön. 30.000, ich verstehe. So, ja, ja. Ich werde jetzt mit der Geisel einsteigen, ja? Ja. Ich lasse sie in der nächsten Ecke frei, sobald ich sehe, dass die Luft rein ist, okay? Perfekt, ja. Mach keinen Scheiß, ich ziehe auf die Geisel, auch bei meinen... Auch beim Einsteigen, ja? Ja, alles gut, alles gut. Steige ein. Mach keine Scheiße, ich ziehe auf den. Alles gut, fahren Sie ruhig weiter. Lassen okay. Sie die aber gehen. Oh, 200.000 habe ich. Nice. Darf ich jetzt aussteigen? Nein. Wieso denn? Ich will zum nächsten Laden gehen. Staatsbank ist jetzt angebracht. Rückwärts. Ein Stupser nach vorne. Let's go. Drift. Dann komm mal mit, du Penis. Nach hinten. Sonst wäre ich ungemütlich. Schneller. So, bleib mal bei der Treppe kurz. Komm rein. Ist die Tür offen bei dir? Nein, ist nicht offen. Okay, dann machen wir es anders. Bist drin, ja? Ja. So, es tut mir leid, du wirst jetzt sterben, ja? Wieso denn? Kleiner Spaß. Du machst keinen Mucks, ja? Wir verstecken uns jetzt hier. Soll ich einfach so bleiben? Ja.
Hoch, einer geht mal hoch, einer, zwei, geht ihr beide mal runter? Ich hab oben auch nichts gefunden. Oh, 300.000, die lass mich schmecken. Ich möchte einfach nur ihr Leben rauskommen. Jetzt die Fresse, sonst Penis gegen den Kopf. Checken wir mal, ob jemand hier ist. Die Luft scheint rein zu sein. Ich steige ein schnell. Hast du ein Reparaturkit? Ich hoffe, du hast eins, sonst stirbst du. Ja. Dann fang an zu reparieren. Das machst du aber gut. Ich dachte, ihr seid zunächst gebrochen. Da habe ich mich wohl geirrt. Bist du Mechaniker oder was? Nee. Warum kannst du denn sowas? Ah, ich habe ein bisschen Erfahrung. Autos und so. Ich steige ein. Gibt's hier Human Labs? Ja, Rob, gibt's, glaube ich. Okay. Abkürzung, du weißt Bescheid. Zack, eine Umdrehung. Let's go. Mach keine Welle, ja? Du willst ja nicht, dass ich ungemütlich werde, oder? Ja, will ich nicht. Willst du meine Glatze? Ja. Du willst ja nicht, dass ich dich auf deinen Kopf klatsche, oder? Ja. Also wenn Human Labs nicht gibt, dann bist du tot, ne? Weißt du? Okay. Du hörst dich aber nicht überzeugt an. Ich glaube schon, dass es gibt. Tank mal, du Penner. Mach dich nur zu sicher. Fang an zu tanken. Und? Gefällt dir das Tanken? Wie gefällt dir das Tanken? Gut. Du steigst danach ein, ja, und fährst mich zu Human Labs. Okay. Du bist mein Chauffeur. Ich hoffe, du kommst nicht auf falsche Gedanken. Na, ist gut. Und wann komme ich frei? Das sage ich dir dann. Okay. Soll ich reinfahren oder hier vorne? Fahr rein. Hast du noch eine Pistole? Nein, ich hatte nur eine Kampfpistole. Hast du noch was? Nein, Kampfpistole. Okay, trag mich nach unten, ja? Mach keinen Scheiß, sonst knall ich dich ab. Okay. Schnell. Bin wir gleich da? Gleich. Okay, das soll schneller gehen, ja, ich bin ungeduldig. Bei mir schon. Es gibt keine Human Labs, du hast mich verarscht. Nein, ich komme mit, doch, ich glaube, mit. Ich komme mit, ich zeig's dir. Nein, der Human Labs ist immer hier. Nein, nein, wirklich, komm mit. Zeig's dir. Wo denn? Hier mit, komm mit. Hier durch. Ja. Dann warte, hier hinten. Ich spüre einen Hinterhalt. Hier rechts. Hier rechts, aha, ja. Und jetzt? Eigentlich müsste ich noch hier sein. Ja, wo denn? Ich sehe nichts. Ah, wundert mich. Jetzt stirbst du, weil du mich angelogen hast. Ich war aber eigentlich immer hier. Okay, trag mich hoch zum Auto. Schnell, okay. Ja. Ich ziehe auf deine Füße, ja, komm nicht auf falsche Gedanken. Sorry, tut mir leid. Ist das doch was oder was ist hier los? Ja, ich bin fast da. Steig ein. Nächster Laden. Du musst ja wissen, welcher Laden noch funktioniert, oder? Einfach ein normaler Laden, oder wie? Ja, Grove nicht und das geht zu diesem einen, der ein bisschen weiter oben liegt. In die Abkürzung hier durch die Berge. Kann man nicht mit dem Auto, das ist ein Rennauto. Okay. Ah, drück mal auf die Tube, du fährst ja wie meine Oma. Stimmt schon, Vollgas. Auto ist nicht so schnell. Es fehlt uns an Import-Power, würde ich mal sagen. Schneller, sonst wäre ich ungemütlich. Ja, ich gebe schon Vollgas. Schneller. Besser. Der ging daneben, nächster geht auf deinen Kopf. Okay, ich beeile mich schon. Alter, 230.000, ich bin reich. 300.000, ich habe eine halbe Million. Park da und geh nicht schon mal nach hinten. Okay. Ja, bleib hier. Habt ihr immer so Licht auf der Umwaffen, oder wie? Ja. Abflug. Wer bist du? Wer bist du? Was brauchst du denn hier? Sag mal, was kaufst du denn gerade? Vom Gefängnis gekommen, ich kauf mir gerade Essen und Trinken, weil ich gleich verdurste. Oh, sorry. Ach komm, scheiß drauf, hier. Ihr habt eure erste Geisel. Ich will für die Geiseln 60.000 beide, ja? Ja, kriegen sie, mein Bester. Ich gebe ihm das Geld holen, ja. Ich gebe dir einen schon mal im Voraus, damit du weißt, dass ich dich verarsche. Hier, geh raus, du Penner. Komm mal bitte mit raus. Keiner will dich haben mit diesen hässlichen Haaren. Lass ich hier nie wieder blicken. 60.000 bitte, ja? Sie wollen doch nicht, dass euren Kollegen was passiert, oder? Nein. Ja, nee, wir wollen ja alle hier normal. Ja. Natürlich. 60.000, ne? Wir geben ihnen das Geld, was machen wir mal mit der Geisel? Dann erkläre ich euch, was ich mache. Alle klärchen. So, bitteschön. Ich danke dir, mein Bester. Kein Problem. So, ich steige jetzt mit der Geisel ein, dann fahre ich weg, ich lasse sie hinten raus, ja? Das ist, ja, kann sie machen. Ja? Ja, aber sollten sie wieder das wie beim letzten Mal machen? Dann nein, ey, was für letztes Feuer. Mal, das war ich gar nicht. Okay, das ist dasselbe Auto, Mann. Ich glaube, meine Augen lügen nicht, oder? Okay, so, steige ein, du Penis. Was ist denn los, Herr Officer? Du willst doch nicht, dass deinen Kollegen was zustößt. Was? Du willst doch nicht, dass deinen Kollegen was zustößt, ja? Du wolltest ihn rauslassen, mein Bester. Ja, ich wollte ihn auch rauslassen, sobald die Luft rein ist. Ist die Luft rein? Gut, dann fahr weiter und dann... Eils steigen nach hinten. Ja. Der ist das...
Warum schießen die auf die Reifen? Was ist denn da los? Ja, weil sie dann abhauen. Und direkt den nächsten rum. Warum schießen die auf die Reifen? Weil sie die ganze Zeit wieder dasselbe machen. Achso, du willst, dass ich die geile töte? Ist das, was du willst? Ist es das, was du willst? Dass wir meine. Auf gar keinen Fall, mein Bester. Reparatur sofort. Mach ich dir, Junge, mach ich dir. Das war der Hauptraub hier. Das war mein eigentlicher Plan. Ich bin ausgebildeter Mechaniker gewesen. Hinten habe ich 6 Geiseln, die ich vor geplant habe. Das ist eigentlich der richtige Raub, den ich vorhatte, ja? Ja. 6 Geiseln hinten, mit der Geil sind es 7. So, die Monetches herbringen sofort. Dann habe ich genug Geld, um abzuhauen. Danach bin ich weg hier. Okay, also kriegen sie wie viel? 210.000. 210.000, okay, ich hol's ihm, ja. Können wir die Geiseln mal sehen, oder? Ja, hier. Also, die sind hinten. Ich habe keinen Komplizen, deswegen werden die hinten bleiben. Können die vielleicht ein Geräusch machen, schreien, irgendwas? Natürlich. Einer reicht? Machen sie 2. 2? Ja, okay. Wenn's sein muss. Der Wichser. So, schrei. Hilfe! Jetzt du, verstell deine Stimme. Die zweite, Hilfe! Schrei! Ich hab ihn gehört. Schrei nochmal! Hilfe! Ja, ist doch gut so. Du hast die Geise gehört, ja? Du hast gehört, wie. Dir geht's nicht gut. Der hört sich an schon wie ein Mädchen. Haben wir gehört, Mann. Alter, nach der Scheiße schnapp ich meine Yacht, ab geht's nach Miami. Nach Miami? Angeblich. Als ob ich da, wo ich hinfahre. Ja, ich hab das Geld. Die Kohle, er damit. Einmal hier, bitteschön, mein Bester. Okay, ich danke Ihnen. Jetzt verschwindet hier. Ich werde die Geise hier lassen und wegfahren. Und die Sache ist gegessen. Sie werden nie wieder von mir was hören. Okay, ich sag Ihnen aber eins, ja? Ich verspreche Ihnen eins. Sollten Sie noch einmal einen Raub starten, da werden wir nicht so nett sein. Und dann okay. Wird es Ihnen auch nicht mehr so gut gehen. Ich verstehe. Ja. Dann lassen wir es mal lieber, bevor meine Glatze rot wird. Okay, wir sind da mal weg, ja? Okay, ja. Ich danke dir, mein Bester. Ciao. Hau rein, ja. Ach, dann hast du nicht gegeben. Na, ah, fick doch meinen Arsch. Ich hab 500.000. Nice. Ich das Geld mal einzahlen. Ich wollte zur Bank, aber ich glaube, das wird nix. Also ich bin einfach eine Glatze, ja. Oh Mann, okay. Aua. Danke dir. Warum hast du eine Glatze? Keine Ahnung. Muss auch mal sein. Mann, das ist eine S***e Idee mit Jojo. Und wie läuft's mit der langsamen Karre? Läuft das vor dem nicht so gut war? Brauchst aber ein schnelleres Fahrzeug. Einmal stehen bleiben. Also, was ist denn los? Sie haben mein Motorrad geklaut. Das ist mein Motorrad. Ich? Ja, das meint der Kollege hier hinter uns. Also steigen wir haben ein Zeugen. Der hier meint das, ja. Das ist mein Motorrad. Nein, der fährt weg. 500.000 habe ich. Wer ist er denn? Der, bleiben Sie stehen. Stehen bleiben. Schießen. Mein Motorrad. Okay. Da hast du stehen bleiben. Machst du erstmal rückwärts zu Ping. Mann, bitte warte mal diese mit der Ferrari weg, ja? Mach den mal direkt weg, kann man angeben, der nervt. Mann, mach den mal weg, ja? Ich hab den nur eben versucht zu töten, weil er da verordnet hat im Würfelpark. Alter, ich hab so viel Kohle. Ich bin so rich. Richie Michi. Bruder, mach den noch weg, diese mit Ferrari. Verdammte Scheiße, ja. Aber der hat doch eben im Würfelpark umverdammt. Oder ist da wieder Import im Spiel? Könnte auch am Import legen. Der fährt da immer noch rum, verdammte Bruder. Ey, Samu, Bruder, ich will echt keine Eier lecken, aber kannst du mir eine normale Bulle geben, da ich die f***en kann? Wer bist du? Wo bist du? Hier oben, Bruder. Was willst du von mir? Ja, den bannt ihr, aber den mit Ferrari bannt den nicht, oder was? Also lost, Alter. Import bevorzugen wieder am Start. Ja, du kleiner Sohn, ja. Walla, spiel nicht mit deinem Aldi-Talk so Internet, ja? Bitte, weil du so scheiß Internet hast, stirbst jetzt. Paula, die Nerven so, ja. Wo sind eigentlich die Cops? Ach, da glaube ich. Ist das ein Cop? Was brauchst du? Was brauchst du? Hä? Oh mein Gott, wie krass ich verkackt habe, ja. Ach du Scheiße, wie krass ich veraimt habe, ja. Scheiße, Alter. Boah, das Aim ist manchmal so schlecht einfach.
Ach, das waren gar keine PD-Ler. Ey, warum habt ihr ein PD-Fahrzeug? Das ist kein PD-Fahrzeug, also, das ist meins. Okay, das war ein Missverständnis. Ja, das war's, ja. Alles klar, hau rein, ciao, ciao. Ciao. Was ist das denn zum Teufel, ja? Hä? Ich wusste gar nicht, dass du von der Fahrerseite den Beifahrersitz siehst. Den Beifahrer schießen kannst. Wann geht das? Alter, was ist das denn, Anas und Iskim? Anas und Iskim, wer fährt denn so? Alter, man sieht doch gar nichts. Reicht jetzt, danke, dass du hier warst. Hm. Jam, komm zum Support. Wir haben was zu beschnacken. Das gleiche Schema wie immer, Bruder. Erstmal die Spiele abgegeiert und dann den Kern entsorgen. Merkt ihr die Parallele? Hallo? Ja, Bruder, ja. Ich höre dich. Warum bannt ihr mich? Bruder, zu viele Beschwerden. Was habe ich denn gemacht? Man hört euch alle eventuell auf YouTube, seid ihr alle einverstanden? Alles ja, klar. Ja, natürlich. Oder gerade kam unser Head-Moderator und meinte, du springst von da runter, machst Fail-AP, schießt auf irgendwelche Leute, obwohl du ihn nicht erkennt hast und alles drum und dran. Ohne Beweise läuft dir nichts. Verdammte Scheiße, dann warum bannt der eigentlich den mit dem, der im Würfelpack die ganzen Leute fordert mit dem Ferrari, warum hat der eigentlich nicht gebannt? Wir bannen die schon langsam. Aber was redest du, Mann? Der war da 10 Minuten am Rumfahren, warum habt ihr nicht gebannt? Rudi. Wir hatten auch gerade andere Gespräche, deswegen. Was redest du, Mann? Ihr habt ganze Zeit instant die Leute in meiner Nähe gekickt, aber der mit dem Ferrari wurde nicht gebannt ganze Zeit. Warum? Da habe ich nichts mitbekommen, sorry. Ein Admin war bei dir, anscheinend hat er das nicht mitbekommen oder nicht gehört. Ich frage den gleich mal, aber das kann eigentlich nicht sein, weil wir haben gesagt, jeder, der zu dir kommt, soll gebannt werden, ganz einfach. Ja, ich weiß nicht, was da los war. Liegt es vielleicht daran, dass es Import-Auto hatte? Liegt's daran? Nein, woran liegt's? Ja, ich kann es mich anders nicht erklären. Warum wird jeder in meiner Nähe gebannt, der smart hat, aber da kommt einer mit Ferrari, der schießt ganz auf mich, VDM, da die Leute im Würfelpack. Bro, alle Ferraris waren sowieso nicht gekauft. Wir haben die auch gespawnt für Leute, die neu gekommen sind einfach, ja, damit die zum Fahren was haben. Es hat nichts mit Import irgendwas, dass er den Import gekauft hat, zu tun. Du hattest ja auch einen Ferrari, viele hatten Ferraris. Das war ein schwarzer Ferrari, den hatte nicht jeder. Ja, ja, aber man kann den ja tunen. Guck mal, wenn er auf der Straße steht, klaut den ja jeder, wenn der da offen ist. Erzählt mir, was habe ich gemacht? Zeig mir die Stelle. Digga, du hast doch selber Autos gepitzt. Guck mal, da haben wir schon gesagt, haben alles gut. Ja, wir lassen den noch spielen, ja? Aber bei der nächsten Scheiße bannen wir dich weg. Smart sind Neuzugänge. Ist doch logisch. Ja, hast du recht. Ja, was erwartest du von mir? Ich komme auf Server, 30 Leute drauf, 80 Leute drauf. Natürlich pitze ich die Smarts. Zeig mir mal jetzt die Stelle, wo Fail-AP war. Ich zeig dir jetzt einen Clip, ich hab den gerade bekommen. Du sagst mir, was da war und dann reden wir nochmal. Warum kriege ich instant einen Permaban? Jam, hast du ihn gebannt? Ja, ja, also permanent erstmal. Du schreibst ja nicht mal den Grund rein, wie unprofessionell beschissen bist du eigentlich. Du schreibst, Reiches, danke, du warst hier Kurs. Was ist das denn für eine Scheiße? Da schreib doch rein, was ich gemacht habe. Du weißt doch ganz genau, was du gemacht hast. Ja, wie? Ich weiß ganz genau, ich weiß gar nichts. Zeig mir, was ich gemacht habe. Samu, unsere Stammspieler beschweren sich halt. Und dann habe ich geschrieben, recht jetzt, danke. Stammspieler beschweren sich. Dann zeig mir mal den Stammspieler, wer sich beschwert. Du zeigst die Stelle mir, wo ich die einen da versucht habe zu töten. Ich habe gedacht, dass das PD-Fahrzeug wäre. Du hast gesagt, schick mir den Clip. Und ich habe dir gesagt, ich schicke dir den Clip. Wir reden drüber. Wir gucken uns den an, weil ich habe dir nicht zugeschaut. Deswegen habe ich den dir geschickt und wir reden jetzt drüber. Ja, aber das ist doch kein RDM. Das ist das gleiche PD-Fahrzeug. Es ist genauso groß. Ja, ich habe es verwechselt. Ich habe hier extra geguckt. Guck mal, ich habe hier extra seitlich geguckt. Ich habe hier eine Weste erkannt hier so. Aber es war keine Weste. Du sagst gerade, ich dachte. Ja, okay, dann dachtest du es halt. Aber du hast falsch gedacht. Ja, aber guck mal. Ihr guckt nur die eine Seite des Dings. Guck doch mal auf die Stelle, was passiert ist, nachdem ich hochgeholt wurde. Haben diese Leute sich beschwert? Haben die nicht. Ich hab das doch mit dir geklärt. Wie ist das in jedem professionellen Server, wenn Leute sagen, die Sache ist für mich geregelt. Du kannst teilweise, wenn du einen Strike bekommst wegen Fail-AP und die Person, bei denen du Fail-AP gemacht hast und wenn diese Person sagst, nein, ist es okay, wir haben es unter uns geklärt, dann werden diese Sachen gelöscht. Das ist in jedem Server so. Und die waren auch damit cool. Okay, dann waren die damit cool. Ich hab dir gerade gesagt, wir reden drüber, weil ich hab mir das nicht angeschaut. Du hast mir jetzt gesagt, dann ist das so. Okay, das zweite. So, das zweite musst du dir anschauen, ich seh's nicht. Das war beim zweiten. Was ist da? Weil du mit dem Auto komplett gesprungen bist, mit deinem Supersportwagen. Oder willst du mich nicht verarschen? Was denn? Bei was denn verarschen? Was für Springen? Was? Er meint, weil das Auto so hoch fliegt. Genau, das meine ich. Und das ist Fail-AP, Bro. Deswegen. Ach so, das ist Fail-AP? Tamam. Ja, genau. Ihr habt mich, die VODs werden rausgepackt. Dann zählen wir mal die ganzen Stammstelle von eurem Server auf, was sie da machen. Alles gut. Kommst du mir so? Kannst ja zeigen, Wir gucken jetzt die komplette Situation, seitdem ich auf dem Server bin, wie eure Leute ja RP machen, etc. Wir schauen mal, Bruder, ich wollte nicht, aber ihr lässt mir keine andere Wahl. Tamam, wir machen jetzt eine Analyse über euren ganzen RP, über jede einzelne Situation, wer wo war was, ob da irgendjemand gebannt wurde und so weiter und so fort, ja? Ich hole mir eine Kippe, dann fangen wir an. So, wir werden alles eingehen, wir werden auch meine Situation eingehen, etc.
Guck, der im Ferrari wurde zum Beispiel auch gebannt. Ja, das ist ja das Ding. Ihr bannt relativ zügig, ja? Das behaltet man im Hinterkopf. Ihr könnt sehr, sehr schnell bannen. Anscheinend, ihr kriegt das jedes Mal hin. Jedes Mal. Was geht hier vor sich? Ich noch fesseln. Endoch. Wer denn? Endoch, Waffe 10. Hm. Ihr Leben nicht geschützt, hast recht, ja. Passt. Eins, Nummer eins. Ja, weiter. Ich bin zu laut hier. Der Opa hat einen Smart, verdammte Scheiße, taucht hier auf. Besteckt ab. Also Stream Sniper, ja. Ich habe im Kopf der Stream Sniper, muss nicht sein, habe ich auch im Kopf. Und deswegen habe ich mit den Action gemacht. Alles ja, gut. Du hast ihn gerammt, eben. Ich habe den gefickt, bis der sein Auto gebrutzelt hat. Der war auch im Support. Der war auch im Support. Ja, ich kenne den, aber der Stream Sniped oft. Der war letztens auch da, als du da warst. Der okay, ist kein also Stammspieler. Also, es war ein Stream Sniper, hatte ich recht. Ne? Also ja, war mein Pitten berechtigt. Und da habe ich den, glaube ich, auch gebannt gehabt, oder? Oder irgendwas anderes. Ja, der wurde auf jeden Fall danach gebannt. Oh, ich kann nicht entgangen sein, dass ich immer, wenn ich rumgefahren bin, immer um mich herum 2-3 Smarts hatte. Ja, hast recht. Alles gut. Ja, hier bin ich schlimmer gedüst, ja, Bruder. Ja, aber es kann passieren, ja, Bruder. Ja, es kann passieren, aber es ist das gleiche wie der Springer. Da war Failure per unrealistisch fahren. Kriegst du eine Verwarnung, aber kein Permaban, verdammte Scheiße. Bei denen gab es auch einen Meterverdacht. In dieser Stelle hier. Hier. Guck, okay. Er geht, er trägt mich. Wobei, ich muss mir das selber angucken, ich war hier gar nicht da. Guck, er bleibt stehen. Okay. Und dann schlägt er. Also, wenn er aus Versehen geschlagen hätte, wäre er dabei ja gelaufen, ne? Er ist aber stehen geblieben, er ist wahrscheinlich rausgetappt, hat den Stream geguckt und dann ist er wieder reingetappt und beim Reintappen hat er geschlagen. Ja, das glaube ich auch. Auch ein Spieler von eurem Server. Guck mal, der, was macht der verdammte Scheiß? Der schießt auf mich. Welchen Hurensohn gewesen wäre, hätte ich jetzt noch auf diesen einen geschossen und hätte ihn weggefickt. Auch einer von euch, auch Fail. Boah, weiß ich ehrlich nicht, wer das war. Weiß, langen Haaren, wer ist das? Das ist einer von euch. Jim, warst du das? Wann war das? Auf dem Dach, klar, oder? Auf dem Dach bei dem Raub, wo du auf mich geschossen hast. Kann sein. Ja. Warum sagst du denn nichts? Ich war gerade am Trinken, sorry. Du bist am Trinken. Wenn ich in der Luft springe und da mal ein kurzer Stups nach oben mache, das weißt du, aber wenn du da auf mich schießt einfach, das weißt du nicht? Er hat doch klar gesagt, das war ja okay. Er war halt ein Fehler, ja. Gehabt jetzt irgendeinen großen Fehler, wo du gesagt hast, ey, guck mal, das geht gar nicht. Leben nicht geschützt war einer hat gemetert und einer hat auf Fehlerpick immer auf dem Dach. Jani, ich weiß ja nicht, was willst du denn noch? Guck mal, sag mal, entweder machen wir es so, wir gucken uns alles an, jeder wird bestraft, oder du sagst, ey, guck mal, ich zeig euch hier alles, so und so. Keiner wird bestraft, weil jeder einen Fehler begangen hat. Genauso wie du auch die anderen User. Wir gucken jetzt einfach weiter. Ja, was ich hier auch sehr krass fand, hier die Szene. Schau mal. Der Penila bleibt genau an dieser Grenze und dann fährt er weiter. Hm, komisch. Ja, das könnte ein anderer sein, keine Ahnung. Wir waren ja, aber es ist trotzdem sehr merkwürdig. So, ich wurde hier, meine Reifen wurden hier weggeschossen. Ich bin dann hier hochgegangen. Das hab ich auch gesehen, die sind auf der Brücke stehen geblieben, ne? Ich will euch mal was sagen. Du kannst mir doch nicht erzählen, welcher normale Mensch fährt hier und guckt hier auf die solche Stellen. Rechts und links. Auf sowas achtet man doch gar nicht. Man fährt einfach geradeaus. Gib mir deine Langwaffe. Darf ich aber nicht. Darf ich aber nicht, ja? Hm? Interessant. Der Typ hier. Boah, der hat schon lange verfolgt, haben wir. Vom Gefängnis gekommen, ich hoffe, gerade ist. Das ist der hier. Der wurde danach gebannt, er hat schon ein Ticket aufgenommen. Ja, bevor der bis der gebannt wurde, guck mal, was er alles gemacht hat. Sie haben mein Motorrad geklaut. Die kannst du schon mal alles auch als Meter-Schnitz abstempeln. Nein, wir haben diese Information von diesem Typen da bekommen. Der hat dich die ganze Zeit gestreamt. Warte, wie ich da jetzt gehört habe, sind da Jim und John drin. Ja, warum habt ihr mich hier gefunden? Der Typ hat gesagt, wo du bist. Wir sind einfach dahin gefahren und danach haben wir dich da gesehen. Bitte, bitte stellt euch die Stimme, als ihr seid. Ihr hinterfragt euch, dass der Typ weiß, wo ich bin. Der ist vorher im Raub. Ich habe sein Motorrad da genommen. Der sagt euch ganz einfach, wo ich bin. Ihr kommt nicht da drauf. Ihr wisst, dass der Meter hat. Ihr macht mit. Tam, warte. Lass mich kurz erzählen. Guck mal, wir waren da vorne, am Meeting Point waren wir. Dann kam er zu uns, er so, ein Mann mit Glatze hat mein Motorrad geklaut. Ich so, wo ist er denn? Er hat gesagt, ja, der ist da lang gefahren, dann sind wir in die Richtung gefahren und dann haben wir dich genau da gesehen. Meine Glatze sieht man doch gar nicht. Ja, da sieht man das nicht, aber das ist ja sein Motorrad. Er ist ja mitgefahren, er war hinten im Auto drin. Er hat gesagt, das ist der. Also, willst du mir erzählen, dass dieses Motorrad nur eine Person hat oder was? Der hat auf jeden Fall gemietet, wovon wir noch nichts wussten. Okay, alles. Wir machen weiter. Hier haben wir den Typen, den Kandidaten. Das ist der mit dem Ferrari oder was? Der hat auch die ganze Zeit gestreamsnippt. Ich hab den auch weggewandt. Ist das der jetzt? Ja, das ist der. Guck mal jetzt, wir haben Minute 41. Der verfolgt mich die ganze Zeit, der schießt die ganze Zeit.
Da hast du ein One-Tip kassiert. Mann, bitte warte mal diese mit der Ferrari weg, ja? Mach den mal direkt weg, Kamera angehoben, der nervt. Ist ganze Zeit mit hinterher gefahren, locker, fast gefühlt 10 Minuten. Ja, Bruder, das tut uns auf jeden Fall auch leid. Ja, nee, mir ist das scheißegal, wie ihr bannt. Ich kenne das von anderen, dass die Leute gefühlt Jahre brauchen, um zu bannen. Es geht mir darum, dass ich wegen Kleinigkeiten, wegen in der Luft mit dem Ferrari perma gebannt werde. Perma. Jen hat dich nicht perma gebannt, dass du perma gebannt bleibst, sondern wir wissen, dass du in den Support kommst. Es war ein Fehler, dass Jen da nicht denkt, mal zum Beispiel komm in den Support, weißt du? War ein Fehler, okay. Der fährt da immer noch rum, verdammte Bruder. Ah, da hinten der Schwarz, das ist der. Der fährt da immer noch rum. Weil du so scheiß Internet hast, stirbst du jetzt. Was war das jetzt? Guck, sowas meinen wir, Bro, das sind so Kleinigkeiten. Das sind keine darüber Kleinigkeiten, verdammte, der hat mich abgefuckt mit seinem scheiß Internet. Guck mal, was ist das für eine Scheiß, guck mal hier. Ja, Bro, aber du redest OC und RDMC. Was für RDMC? Ist da mit Smart am rumfahren, ja, und ist am laggen. Pam, wir aber, wir hätten uns doch drum gekümmert. Ah, das spielt keine Rolle, das spielt keine Rolle, das wusstet ihr gar nicht. Das könnt ihr darauf gar nicht schieben, das wusstet ihr gar nicht. Was wussten wir nicht? Das wusstet ihr gar nicht. Der Typ hat sich wahrscheinlich auch gar nicht beschwert, weil das wahrscheinlich irgendein Stream sein wird, aber das könnt ihr gar nicht mit einbeziehen. Das hat keinen Einfluss gehabt auf den Bann, den du mir gegeben hast. Nein, ja, das auf gar keinen Fall, aber ich meine halt, sowas meinen wir, so Kleinigkeiten. Nein, sowas meinst du nicht, du wusstest das doch gar nicht, bis ich dir das gerade gezeigt habe. Wussten wir auch nicht, aber du hast ja vorher auch schon jemanden umgeknallt ohne Call. Wer denn? Die zum Beispiel am Ladenraub. Hast du die, oder hast du den Call gegeben? Hast du, ich weiß gar nicht, doch, den hast du Call gegeben, sorry. Alles gut, sorry. Er hat den Call gegeben und der hat sein Leben nicht beschützt, der hat doch angefangen. Ja, okay, da hast du recht, da kümmern wir uns gleich drum. Ach ja, guck, das Auto hier meine ich. Das Auto sieht so groß aus, ne? So. Das habe ich im Kopf. Mhm. Ja, guck mal, der. Ich dachte, das wäre ein PD-Fahrzeug. Guck mal, wie lange es gedauert. Ich habe versucht, reinzugucken die ganze Zeit. Ich habe so lange gewartet. Guck mal, er sah aus wie ein PDler für mich. Hier. Aber hier war ich mir auch noch nicht sicher. Also bin ich noch mehr weiter hinterher gefahren. Ich habe geguckt. Guck mal hier, das sieht aus wie ein PDler. Sieht das nicht aus wie ein PDler, weißt du, und so? Hier. Ja, ja. Das habe ich gedacht. Das ist recht. Ey, warum habt ihr ein PD-Fahrzeug? Das ist kein PD-Fahrzeug. Also, das meinst. Okay, das war ein Missverständnis. Alles klar, hau rein, ciao. Hast du jetzt gesehen, das war geregelt. Das habe ich nicht gesehen und fertig. Ja, das Ding ist, das ist sehr geklärt, so, weißt du? Ich meine, und dann zeigt er mir so einen Clip, Bruder, ich bitte dich für sowas. Was ist das? Du zeigst mir so einen Clip, schämst du dich, mir so einen Clip zu schicken und zu sagen, dass ich deswegen Perma gemacht werde? Das war aber nicht in dem Sinne Perma, sondern dieser Perma war nur, damit du in den Support kommst, wie wir das regeln und das aus der Welt geschaffen wird. Jem entscheidet jetzt, ob er beide Seiten machen wird oder ob er entspannt. Ich hab schon längst einen Bann, Bruder. Du schreibst, reicht jetzt, danke, dass ja, du hier warst. Kurs, was ist das? Reicht jetzt, Jani, als hätte ich den Server weggetrollt. Das war übertrieben, das war emotional gehandelt. Das war scheiße von mir. Dumm. Ja, ist gut. Mich hat nur genervt, dass ich einen Permadeck bekommen habe. Selbst wenn ich erdämmt hätte, eine Woche zwei, drei Tage. Aber nicht auf einen Permaban für so eine Scheiße. Wir haben alles beide Seiten gesehen, wir haben geredet, wir haben es geklärt. Du bist entspannt, wir haben alles gesehen, was wir sehen müssen und fertig. Ja, alles gut. Ja. Hat sich für mich geklärt. Alles klar. Das war Taktik, dass du Support-Action machst für nächstes YouTube-Video als Werbung. Kannst du, wenn du willst, noch auf dem Server zocken, ist das deine Wahl. Das kann auch sein, vielleicht habt ihr das extra gemacht. Das ist gefährlich. Ich weiß. Jani, du kannst es machen, aber es könnte auch nach hinten losgehen im Support. Natürlich, zum Glück war jetzt alles gut. Es könnte auch so wie bei Smoke Wee enden, ne? Ey, warte mal, ist das dieser Jump von Smoke Wee? John ist stumm, oder? Ist das dieser John? John von Smoke Wee wahrscheinlich, ja. Achso, den meinst du, von John von Smoke Wee? Ja, das ist unser Kollege. John Nerdolim. Keine Ahnung, Bruder, Banane, sorry. Warte mal. Ey, das ist doch dieser John, der gefunkt hat, oder nicht? Guten Abend, ich habe Beschwerden über diesen Summit da. Er fährt mit Medic Auto herum, ich würde mit den Leuten nicht mal was machen. Das ist doch John, der gerade geredet hat. Ja, das war John. Das war John, der gerade hier drin ist? Ich glaube schon, ja. Der soll ich mal jetzt stummen. Ach, dann ist das der hier auch gewesen. Ah, das war hier. Das hier ist John, ne? Warte. Ja, lass es. Was denn los? Du Fan, was machst du hier, du Fan? Das ist John, ne? Ja, ich glaube schon. Ja. Ach du Scheiße. Oh Mann, ich will mit dem reden ganz korrekt, ne, ohne jetzt den Pferd zu machen. Also, ja, warte. Das ist alles vergessen, man kann darüber lachen im Nachhinein. Ja, Bruder, ich hab dir das auch geschrieben gerade. Der hat geschrieben, ich bin gerade mit Hund, Bruder. Der kommt gleich. Was ist dein Bruder, dass du auftauchst, du Fan, Mann? Links ist Benjik. Von mir, du kleiner Fan. Hallo! Was geht, Jan? Was geht? Wie war das? Wie war das damals? Ja, war ein Fehler, Bro. Hast du dich auseinandergenommen?
Echt? Wie weit auseinandergenommen? Wie weit wie auseinandergenommen? Erzähl mal, deine Emotionen, deine Gefühle, erzähl mir. Bro, als das Video online kam, Digga, alle haben sich das angeguckt. Ich hab mich schon geschämt, da muss ich schon sagen, Alter. Ich hab mich echt krass geschämt. Weswegen denn genau? Ja, Digga, weil rauskam, dass ich da dort gemetert habe, Digga. Oh Mann, der Max hat euch alle gefickt, ne? Der hat uns richtig gefickt. Ja, Yusuf war der Drahtzieher. Was ist aus Yusuf geworden? Zum Beispiel, als das rauskam mit den Metern, haben die mich ja auf Supporter 1 runtergestuft und nach einem Tag wurde ich Moderator. Ja, nee, war eigentlich keine Bestrafung gewesen, ich weiß nicht. Der hat mir eigentlich eine Belohnung gegeben, habe ich auch nicht verstanden, warum. Samu, Yusuf war damals bei uns und wollte auch bei uns ins Team damals. Ganz am Anfang, aber nachdem die Sache passiert ist, haben wir gesagt, wir können das nicht machen, weil, stell dir mal vor, jetzt wäre nochmal sowas passiert, was würden wir da machen? Das ist ja damals bei Smokey abgehauen, nachdem ich die Verläufe geleakt habe. Ja. Wo ist der hingegangen? Welcher Server hat denn aufgemacht? War es dieser Server? Oder war? Ja, der wollte hier hinkommen, aber wir haben gesagt, nein, wir nehmen dich nicht. Und jetzt ist er weg? Ja, jetzt ist er verschwunden, wir wissen auch nicht, wo der ist. Verschollen, Bruder. Der hat mich schon fast gefickt, ja? Sag ich dir ehrlich, der hat mir eine Falle gestellt, der hat mich gelockt. Und dann am Ende, das Video habt ihr ja auch wahrscheinlich gesehen, ne, wie ich am Anfang da stehe. Die ersten 20 Minuten stehe ich ja wie der größte Versager da. Ja. Aber die nächsten halbe Stunde dann, und war da ist ja doch mal Zamba. Ich habe das extra so geschnitten. Wusstet ihr das? Dass ich die ersten 30 Minuten meine ganzen eigenen Argumente extra rausgeschnitten habe, damit ich noch schlechter dastehe. Damit die Leute so denken, der Versuch auf Kampf ist das, damit das Ende noch krasser wird. Das habe ich extra gemacht. Ja, das Video war echt krass, Digga. Ganz kurz, Samu, Hand aufs Herz. Hast du dieses Video geschnitten? Das, wo alles exposed worden ist. Also meinst du das Hauptding, wo Galip dann entschieden hat, den Server aufzulösen? Das hier meinst du? 6 bis 8 Stunden mindestens. Es waren ja 2 VODs, ne? Ich hätte daraus auch einen Zweiteiler machen können, dass wir ein bisschen strecken können, die ist das, aber ich wollte einfach das perfekte Video. Also habe ich einfach, glaube ich, 6-7 Stunden Material einfach auf 40 Minuten gekürzt. Weißt du, was die Sache war? Ja. Dieser zweite Teil, weißt du, warum der entstand? Weil ich dich gerufen habe. Ich habe dich über Insta angeschrieben. Hab gesagt, komm, wir regeln das. Weißt du noch? Ja, ich erinnere mich. Das Ding war einfach, ich habe mich abends hier hingesetzt, hab mir die Juli angeguckt und dann ist mir das aufgefallen mit, dass der im Bewerbungsgespräch tot lag und so weiter. Ich dachte, da ist doch irgendwas komisch. Und dann ist es persönlich geworden. Dann hatte ich Hass in mir, weil dieser quasi am Anfang mich so dargestellt hat, als hätte ich Unrecht. Der hat mich am Anfang schon ein bisschen hops genommen so, aber ich hatte halt gar keine Beweise. Dann kam der Max mit seinem Video. Und mit diesem Video konnte ich gut arbeiten. Ich habe dieses Video tot analysiert. Dann habe ich alles gefunden. Ich habe gefunden, jede Scheiße. Und dann habe ich mich vorbereitet, einen Tag später. Ich konnte an dem Tag auch nicht schlafen, ne? Ich wollte ganz schnell, dass diese 12 Stunden vorbeigehen und ich direkt im Support bin. Ich konnte wirklich nicht schlafen. Dann war ich im Support und dann war es soweit. Du musst bedenken, Bruder, dieser Yusuf, den habe ich nichts getan. Und der wollte mich einfach ficken, der Bastard. Der wollte mich einfach bloßstellen. Der wollte mir so ein bisschen Fressen geben, dass ich gelockt werde. Und er sagt auch noch, in dem Video hat er auch noch gesagt, so, schau mal, da liegt ein Toter und so, weißt du? Und dann habe ich mich an diesen Satz erinnert. Das hat mich sehr aggressiv gemacht, dass der versucht hat, so eine hinterlistige Ding zu Spielchen zu treiben, um mich so hops zu nehmen. Aber am Ende gewinnt natürlich immer die Wahrheit, ne? Ja. Wahrheit kommt immer ans Licht, egal wann. Was hast du dir gedacht, als ich das zu der Fanboy gesagt habe, dieses? Hast du dich ertappt gefühlt oder was war mal deine Reaktion so? Ich glaube, ich dachte mir so, boah, ich glaube, der f***t mich gleich. Wir haben es geklärt, Smokey ist halt Geschichte. Was soll man machen? Wie gesagt, Vergangenheit. Es ist eine Geschichte geworden. Also so wie Osmanische und Römische Reich, so Sache, die hat es mal gegeben, aber die gibt es halt nicht mehr mäßig. Und John, was hast du aus der Lektion gelernt? Nie wieder metern, Bruder. Noch wichtiger, wen solltest du nie wieder metern? Dich, du analysierst alles, Bruder. Alter, ich hätte gerne deine Reaktion gesehen, als du das Video gesehen hast, diese Szene. Bruder, ich kam nicht mehr klar, ja. Ich wollte selber von selbst Team quitten. Ich habe keinen Groll gegen euch oder dich. Es ist im Endeffekt ein Spiel, man kann nachher darüber lachen. Also, ich wäre auf dich abgefuckt, wenn du jetzt so getan hättest. So, weißt du, einer auf Ding, aber du lachst selber darüber, du gibst es zu und so. Ja. Es ist im Endeffekt ein Spiel, so. Offensichtliches Meta-Gaming ist immer was anderes. Das machst du ja jetzt. Da hast du es undercover gemacht, dafür hast du ja deine Position bekommen, aber... Ja. Aber was bleibt dir anderes übrig? Ja, du kannst es ja jetzt schwer verleugnen noch. Naja, geht ja nicht mehr. Okay, das hat sich erledigt. Ich hab mich gefreut, das Gespräch. Dann ebenfalls. Rein. Wir sehen uns, ja. Ciao. Schönen Abend noch. Ciao. Ich find's cool, dass man im Nachhinein darüber lachen kann und das nicht so ernst nimmt.